Hallo und herzlich willkommen zu den Top 10 MMORPGs. Mein Name ist Norbert und los geht's! Help us ascended. Only you can save us all. Auf Platz 10 haben wir Rift. In der Kategorie Spielspaß habe ich Rift einen Minuspunkt gegeben, weil das Kampfsystem bis auf das Kombosystem einfach standardmäßig ist und das einfach nicht mehr zeitgerecht ist. In der Kategorie Grafik habe ich Rift 0 Punkte gegeben, weil die Grafik nicht besonders schlecht, aber halt auch nicht besonders gut ist. In der Kategorie Endgame habe ich Rift 2 Pluspunkte gegeben, aufgrund der namensgebenden Rifts, die im High-Level-Bereich einfach sehr viel Spaß machen. In der Kategorie Cash Shop habe ich Rift 2 Minuspunkte gegeben, aufgrund der Tatsache, dass sie das Subscription Model immer noch nicht abgeschafft haben. Insgesamt kommen wir also auf einen Punktestand von minus 1. Den Platz 9 nimmt Star Wars The Old Republic ein. In der Kategorie Spielspaß habe ich Star Wars 0 Punkte gegeben, da das vom Kampfsystem ähnlich wie in Rift ist, jedoch die Story einfach unglaublich stark ist. In der Kategorie Grafik habe ich auch 0 Punkte gegeben, da der Comic-Stil nicht jedem gefällt und auch die Detailschärfe nicht unbedingt sehr gut ist. In der Kategorie Endgame habe ich einen Pluspunkt gegeben, weil das Endgame nicht sonderlich speziell ist, jedoch die Story einfach sehr überzeugt. In der Kategorie Cash Shop habe ich einen Minuspunkt gegeben, weil es auch ein Subscription Model gibt, das sich jetzt jedoch nicht so stark ausübt wie in Rift. Alles zusammen gibt dann 0 Punkte für Star Wars The Old Republic. Den Platz 8 hat sich Neverwinter gesichert. In der Kategorie Spielspaß vergebe ich einen Punkt für das Kampfsystem, das eine Kombination aus Klick- und Skillshot-Prinzip darstellt. In der Kategorie Grafik erhält Neverwinter einen Punkt. Das Gesamte ist recht ordentlich, jedoch sind die Animationen teilweise unschön. In der Kategorie Endgame vergebe ich einen Punkt, da es relativ viele Dungeons und Raids gibt, diese jedoch nicht besonders spannend sind. In der Kategorie Cash Shop bekommt Neverwinter leider 2 Minuspunkte, da es sehr lange dauert, um Item Shop Gegenstände zu erspielen. Und hinzu kommt dazu noch, dass es teilweise Item Shop Gegenstände gibt, die man überhaupt nicht mit Ingame-Währung erhalten kann. Summa summarum kommt Neverwinter auf einen Punkt. Den Platz 7 schnappt sich The Elder Scrolls Online. In der Kategorie Spielspaß vergebe ich einen Pluspunkt, da das Kampfsystem recht ordentlich ist, jedoch nicht so gut wie in Skyrim. In der Kategorie Grafik erhält The Elder Scrolls Online 2 Pluspunkte, weil die Atmosphäre fast genauso gut rüberkommt wie in Skyrim. In der Kategorie Endgame erhält Elder Scrolls Online 2 Minuspunkte, weil fast überhaupt kein Endgame vorhanden ist. In der Kategorie Cash Shop erhält die Elder Scrolls Online einen Pluspunkt, weil man als Subscriber kaum Vorteile gegenüber normalen Spielern hat. Zusammen ergibt das 2 Punkte für die Elder Scrolls Online. Kommen wir nun zu Platz 6, Arc Age. In der Kategorie Spielspaß erhält Arc Age einen Punkt, weil das Sandbox-System sehr gut funktioniert, jedoch braucht man für jede Aktion Labor-Punkte und die regenerieren sich nur sehr langsam. In der Kategorie Grafik vergebe ich einen Punkt, weil die Maps sehr gut in Szene gesetzt wurden, jedoch auch nichts Besonderes sind. In der Kategorie Endgame vergebe ich einen Punkt, weil gerade das Handelssystem im Endgame sehr viel Spaß macht, jedoch wiederum die Labor-Punkte einem einen Strich durch die Rechnung ziehen.
In der Kategorie Cash Shop vergebe ich 0 Punkte, weil man grundsätzlich alle Items normal erspielen kann, jedoch man durch das Abo-Modell die sehr langsam regenerierenden Labor Points dazu bekommt und das schon relativ ungerecht gegenüber den normalen Spielern ist. Insgesamt kommt Arc Edge also auf 3 Punkte. Auf Platz 5 habe ich Path of Exile gesetzt. In der Kategorie Spielspaß erhält Path of Exile einen Punkt, weil das Hack and Slay auf der einen Seite natürlich sehr viel Spaß machen kann, aber auch auf der anderen Seite relativ schnell langweilig werden kann. In der Kategorie Grafik erhält Path of Exile einen Minuspunkt, weil die Top-Down-Ansicht nicht jedem gefällt. In der Kategorie Endgame erhält Path of Exile 2 Pluspunkte, weil die Dungeons immer länger und anspruchsvoller werden und auch immer mehr neue Dungeons hinzugepatcht werden. In der Kategorie Cash Shop erhält Path of Exile 2 Pluspunkte, weil man im Item Shop nur kosmetische Artikel kaufen kann. Zusammen kommt Path of Exile dann auf 4 Punkte. Auf Platz 4 haben wir Terra Rising. In der Kategorie Spielspaß erhält Terra 2 Pluspunkte wegen dem Action-Combat-System, das sehr viel Spaß macht und einfach sehr gut umgesetzt wurde. In der Kategorie Grafik erhält Terra 1 Pluspunkt wegen seiner schönen Spielwelt. In der Kategorie Endgame erhält Terra 2 Pluspunkte wegen den groß inszenierten Bosskämpfen, denen man mit sehr vielen Mitspielern auf epische Gegner trifft. In der Kategorie Cash Shop erhält Terra 0 Punkte wegen dem immer noch vorhandenen Abo-Modell. Somit kommt Terra also auf 5 Punkte. Auf Platz 3 befindet sich Vindictus. In der Kategorie Spielspaß erhält Vindictus 2 Pluspunkte, weil zum einen das Action-Combat-System sehr viel Spaß macht und man mit fast allen Gegenständen in seiner Umgebung interagieren kann. In der Kategorie Grafik erhält Vindictus 2 Pluspunkte wegen dem hohen Realismusgrad. In der Kategorie Endgame erhält Vindictus 2 Pluspunkte, weil der Schwierigkeitsgrad schon ab Level 30 so hoch ist, dass man die Dungeons nicht mehr alleine schafft. Und weil in dem neuesten Update sehr viele High-Level-Dungeons hinzugepatcht wurden. In der Kategorie Cash Shop erhält Vindictus 0 Punkte, weil man sehr viele Gegenstände nur im Item Shop erhalten kann. Zusammen kommt Vindictus also auf 6 Punkte. Auf Platz 2 befindet sich Skyforge. In der Kategorie Spielspaß erhält Skyforge 2 Pluspunkte, weil das Action-Combat-System sehr viel Spaß macht und man zu jedem Zeitpunkt im Spiel seine Klasse ändern kann. In der Kategorie Grafik erhält Skyforge 2 Pluspunkte, weil es mit einer sehr hohen Auflösung punkten kann und die Animationen sehr schön sind. In der Kategorie Endgame erhält Skyforge 1 Pluspunkt, weil die späteren Bereiche sehr anspruchsvoll sind, man jedoch auf ein bestimmtes Charakterwachstum pro Woche begrenzt ist. In der Kategorie Cash Shop erhält Skyforge 2 Pluspunkte, weil man jeden Item Shop Gegenstand auch mit Ingame-Währung erspielen kann. Zusammen ergibt das also 7 Punkte für Skyforge. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, Guild Wars 2. In der Kategorie Spielspaß erhält Guild Wars 2 2 Pluspunkte. Dies liegt zum einen am gut umgesetzten Kampfsystem, aber auch zum anderen an der grandios guten Story, die einfach sehr gut ins Spiel implementiert ist. In der Kategorie Grafik erhält Guild Wars 2 2 Pluspunkte, weil der Detailgrad sehr hoch ist und die Map sehr schön und vor allem sehr groß ist.
In der Kategorie Endgame erhält Guild Wars 2 2 Pluspunkte, weil es sehr viele große Mehrspieler-Raids gibt und die Random Events nie an Reiz verlieren. In der Kategorie Cash-Shop erhält Guild Wars 2 auch 2 Pluspunkte, weil man jeden Item-Shop-Gegenstand auch mit Ingame-Währung erspielen kann. Zusammen ergibt das also 8 Punkte für Guild Wars 2. So, das war's mit den Top 10 Free-to-Play MMORPGs. Wenn euch meine Liste gefallen hat, könnt ihr ja einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten, ciao!